Aber man sieht dich gar nicht. Hey und herzlich willkommen bei Haske Themen leicht gemacht. Heute gibt es wieder ein Unboxing und zwar vom Leckermäulchen-Paket von Leo Löwenherz. Da sind ganz viele Leckereien drin, so wie der Name auch schon sagt. Und dann gucken wir mal rein. Während der kleine Guri hier gestreichelt wird. Magst du ein bisschen zur Seite gehen, Guri? Magst du ein bisschen zur Seite gehen, du fetter? Fetter Brocken? Bist du ein fetter Brocken, Guri? Nö, du bist ein kleiner, schlanker Hund. Hm? Okay. Das Paket ist so riesig oder zumindest ziemlich lang. Oh, und ach. Oh Gott, sehr schwer. Guri hatte schon Angst, dass ich es auf ihn fallen lasse, deswegen ist es schnell weg. So, hier steht auch noch mal was über Leo Löwenherz, hier nochmal eine kleine Karte. Vielen Dank für Ihre Bestellung und herzlich willkommen in der Leo Löwenherz Familie. So, dann steht hier auch nochmal etwas zu diesen Leckerchen. Das war auch schon in einer Box mit drin, also von den monatlichen Überraschungsboxen, die Guri alle bekommt. Da habe ich das jetzt gesehen, da war in mehreren, glaube ich, sogar verschiedene Sachen von Leo Löwenherz drin. Dadurch habe ich die Marke jetzt kennengelernt durch diese Überraschungsboxen und habe mir jetzt dieses Paket auf der Seite bestellt. Das ist ganz schön eingepackt hier im schwarzen Papier. Und der kleine Guri möchte einfach nicht zur Seite gehen, der möchte einfach hier liegen. So, das Paket ist riesig. Ich habe auch noch ein kleineres Gelenkpaket dazu bestellt, da der Guri ein bisschen Gelenkprobleme hat oder hatte, je nachdem, durch seine Zehenamputation erst kürzlich. Da habe ich auch ein Gesundheitsupdate schon gemacht. Ihr könnt mal reinschauen. Ansonsten ist sein Pfötchen gerade immer noch verbunden, habe ich heute wieder frisch gemacht. Und deswegen habe ich gedacht, zusätzlich geballte Gelenkpower ist auch ganz gut. Und das Gelenkpaket, fangen wir einfach damit an. Ich glaube, das sind diese zwei Sachen. Das ist einmal das hier. Da sind hier 275 Gramm drin. Leos bestes Gelenkpulver mit Teufelskralle, Kurkuma-Wurzel und Grünlippenmuschel. Das ist übrigens alles 100% made in Germany und 100% Premium-Qualität. Also das ist natürliche Futterergänzung und Pflege ohne künstliche Zusätze. Und hier steht auch die Zusammensetzung mit dabei. Die analytischen Bestandteile, die ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe und natürlich auch eine Fütterungsempfehlung. Je 10 Kilogramm Körpergewicht, 2 Gramm, also ein gestrichener Messlöffel, täglich unter das Hauptfutter mischen. So, das wäre das eine. Und das andere ist das hier. Leos beste Gelenkkräuter mit Weidenrinde, Schachtelhalm, Teufelskralle und Brennnesselkraut. Das sind 130 Gramm, die hier drin sind. Also das sind, ja, wie schon der Name das sagt, das ist eine Kräutermischung. Kann man auch unter das Futter mischen einfach. Hier steht natürlich auch eine Fütterungsempfehlung nochmal. So, das wären diese Sachen. Dann, jetzt fängt dann, glaube ich, das riesige Paket an, das Leckermäulchen-Paket. Und zwar haben wir hier
Leo Löwenherz Wild and Free mit Bierhefe, Schwarzkümmelöl, Zistrosenkraut und Lemongrass. Mit Liebe in Deutschland hergestellt, kalt extrudiertes Ergänzungsfuttermittel für Hunde. 200 Gramm sind hier drin, so sieht das aus. So, was ich ein bisschen vermisse, habe ich jetzt auch schon in den Boxen gesehen. Also ich finde diese Snacks sehr gut, habe ich auch schon gut genutzt von den Boxen. Was ich aber ein bisschen vermisse, ist, wofür das genau ist. Also man könnte jetzt zum Beispiel schreiben, Schwarzkümmelöl, Zistrosenkraut und sowas. Weiß ich jetzt halt, habe ich jetzt das Hintergrundwissen, dass es so gerade auch für Zecken oder gegen Zecken ganz gut ist. Aber wäre schön, dass man vielleicht sowas auch noch mit draufschreibt oder so. Ich schaue aber nochmal, ob es auf der Seite dabei steht, bei den einzelnen Dingern. Also jetzt auf den Packungen selber steht es gar nicht mit dabei. Aber dann schaue ich mal, ob das auf der Seite dabei steht und schreibe ich das nochmal in die Infobox dann. Nicht, dass ich jetzt hier einfach irgendwelche Kritikpunkte äußere und in Wahrheit stimmt das nicht. Aber halt auf dieser Packung ist es halt nicht und darum geht es mir gerade. So, die Leo Löwenherz Dental Sticks sind noch mit dabei. Breathe and Smile mit Minze, Anis, Kelp und Ingwer. So sieht es aus. Ist auch 200 Gramm, mindestens 10 Kaustangen sind mit drin, steht hier. Dann geht es weiter mit Day and Night, mit Bierhefe, Goji-Beeren, Süßkartoffel und Chiasamen. So, das ist 350 Gramm. Dann Grow and Dance mit Kurkuma, Weidenrinde, Grünlippmuschel und Ingwer. Das kommt mir bekannt vor. Ah nein, Ingwer war hier mit drin. Ach ja, hier, das ist so ein bisschen ähnlich vom Gelenkpulver, aber ich denke mal, das ist jetzt auch ein bisschen, hat auch mit Gelenken zu tun hier. Grow and Dance, vom Namen her zumindest. Also man kann vom Namen, finde ich, ein bisschen herleiten, wofür das ist auch. So, 350 Gramm. Dann haben wir Eat and Poop mit Apfel, Bentonit, Reisquellmehl und Flohsamenschale. Also Eat and Poop vom Namen her natürlich dann auch für eine gute Verdauung, für ja, gute Kacke, Kackfestigkeit, weiß gar nicht, wie das heißt. So, 350 Gramm. Es geht weiter mit Soft and Shine, mit Grill, Kokosöl, Spinat und Karotte. Vom Namen her ist das dann auch fürs Fell, die Fellpflege, denke ich mal. Das ist mit 350 Gramm. Und Relax and Chill gibt es noch mit Baldrian, Johanniskraut, Süßkartoffel und Flohsamenschalen. Also das ist dann zur Beruhigung, Anti-Stress. Sowas. Dann Play and Fun mit Grill, Spirulina, Cranberry und Süßkartoffel. Vom Namen her würde ich jetzt sagen, das ist für... Ja, gute Frage. Spirulina ist zumindest auf jeden Fall auch für Gelenke. Könnte sein, dass man einfach vielleicht für die Aktivität des Hundes... Dass er normal aktiv ist, zum Beispiel ist das dann vielleicht ganz gut für Hunde, die sehr träge sind. Aber das sind jetzt reine Vermutungen, gerade aufgrund des Namens von mir. So, dann haben wir noch Beet and Root mit Rote Beete, Inulin, Spinat und Kokosöl. 350 Gramm. Also der Name natürlich, weil da Rote Beete mit drin ist. Und sonst, Kokosöl zum Beispiel ist auch gut fürs Fell oder auch gegen Zecken. Dann haben wir Sie and Sie, also Meer und Seen, mit Kelp, Grünlippmuschel, Spirulina und Chlorella. Da ist der Name dann natürlich, weil das jetzt viel aus dem Meer ist. Also Kelp, Grünlippmuschel, Spirulina und Chlorella, glaube ich, eventuell auch.
Außerdem ist hier Insektenprotein mit dabei. Insektenfett auch. Ja, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob hier. Aber hier ist auch Insektenprotein mit dabei. Ich wähle gerade mal ein paar aus, wo ich gucke. Auch Insektenprotein. Das zum Beispiel finde ich jetzt wirklich sehr gut. Ja, ich bin generell auch jemand, der ein bisschen auf die Ernährung des Hundes halt achtet. Und auch ein bisschen auf die Umwelt achtet. Und und die Nachhaltigkeit, und da finde ich Insekten eine sehr, sehr gute Lösung eigentlich für Mensch und Tier. So, das war also diese Packung. So, die letzte Packung. Die letzte Packung ist noch einmal Grow and Dance. Ah, das war dann vielleicht noch von dem Gelenkpaket, dass das nicht zwei, sondern drei Sachen waren. Das gäbe zumindest Sinn. Dass das auch wieder mit Gelenken, mit Kurkuma, Weidenrinde, grüne Muschel, Ingwer, hatte ich ja vorhin auch gesagt, als ich das vorgelesen habe. 350 Gramm, dann war das hier das Gelenkpaket. Diese drei. Es gab noch viele verschiedene andere Pakete auch. Ich habe einfach das Allround-Paket mit allen Sorten genommen und speziell nochmal für Gelenke. Da war jetzt speziell das und das nicht in dem Allround-Paket mit drin gewesen. Noch ein paar andere Pakete. Wer Interesse hat, kann gerne mal bei der Webseite vorbeischauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Zum Beispiel, ob ihr diese Marke schon kennt, ob ihr die zum Beispiel auch aus Monatsboxen kennt oder generell einfach schon kennt durch andere Anzeigen, Werbung, ob ihr sie schon mal ausprobiert habt, wie euer Hund sie findet. Ja, schreibt das gerne mal mit rein. Und sehr gut finde ich übrigens auch, dass hier vorne drauf stand, Vorsicht Glas. Das fand ich sehr gut. Da ist zwar kein Glas drin, das war zwar sehr schwer. Ich hatte schon befürchtet, dass irgendwas mit Glas drin. Aber war es natürlich nicht. Das waren diese ganzen Sachen mit drin. Und dadurch, dass das aber so drauf stand, hat man halt beim Transport, denke und hoffe ich mal, dass dann auch wirklich darauf geachtet wurde, weil manchmal kommen die Leckerchen vielleicht zerquetscht an oder wie auch immer. Und das finde ich sehr gut, dass hier so ein bisschen dann auch für den Transport vorgesorgt ist. Vielleicht auch wegen dieser Dose, ich weiß es nicht. Oder generell einfach, dass es nicht ganz so rumfliegt immer. So, ich freue mich sehr darauf, die ganzen Sorten zu probieren mit dem kleinen Gori. In seinem Nassfutter nimmt er das auch immer sehr gut an. Einzeln kommt es halt auf die Sorte drauf an, ob er es einzeln so nimmt oder nicht. Aber man kann die auf jeden Fall immer, also Fütterungsempfehlung jetzt nur als Beispiel, 20 bis 30 Kilogramm wäre jetzt Gori. Da steht 20 Leckerchen am Tag. Die kann man dann entweder über den Tag verteilt geben oder in den jeweiligen Mahlzeiten oder in der Hauptmahlzeit. Also das kann man dann machen, wie man möchte. Ich bin so jemand, der es eher in der Hauptmahlzeit macht, einfach weil ich weiß, dass da auch gut angenommen wird. Und weil es über den Tag darauf ankommt, ob es ihm gerade schmeckt oder nicht und ob er es nehmen möchte oder nicht. Und dann kann es halt variieren von der Anzahl. Deswegen mache ich einfach alles ins Hauptfutter rein. Und da weiß ich, das klappt ganz gut. Aber das kann man machen, wie man möchte. Lehnst du dich an mich an, Gori? Leg dich hin. Leg dich hin, Gori. Ich bin heute das erste Mal wieder ein kleines bisschen länger gelaufen als sonst. Also als wegen seiner Verletzung eben. Es sollte auch nicht so lange laufen, natürlich. Heute ein kleines bisschen länger, weil es ihm eigentlich auch, finde ich, ein bisschen besser geht. Er das Beinchen auch ein bisschen besser belastet. Und jetzt ist er sehr platt. Aber ich denke, die nächsten Male werde ich trotzdem wieder kürzer gehen, wirklich nur zur Notdurft. Ja, Gori. Muss man halt einfach austesten, wie es läuft. Deswegen habe ich das heute mal getestet, Gori. So, bleibt gerne dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, bei den weiteren Unboxings oder Goris Abenteuern und so weiter dabei seid. Ah, du magst gestreichelt werden. Du forderst deine Streicheleinheit, Gori.
du Süßi. Hm? Mal gucken, ob es gleich nochmal tut. Deswegen mache ich gerade nichts. Es bleibt spannend. Ja, der Kleine wird natürlich gestreichelt. Okay, dann bis zum nächsten Video. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann.